Ja, das Spiel heute einzuschätzen fällt mir persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, relativ schwer. Weil man so richtig packen kann man es einfach nicht, was wir dann nie gut gemacht haben. Ich glaube, symptomatisch war das 1:0 und das 2:0, was gezeigt hat, wo es bei uns heute gefehlt hat, nämlich immer wieder an der entscheidenden Annehmen der Situation. Wir haben eine halbe Sekunde zu lang gebraucht, sowas vom 1:0, als Schnellbacher den Ball vor dann so weitlich dann bekommt und dann die Möglichkeit hatte, zum 1:0 einzuschießen und das 2:0 eine Standardsituation, wo du ganz einfach mit einem Bruchteil von einer Sekunde zu spät kommst und das hat sich so wie ein roter Faden durch das ganze Spiel gezogen. Es war so ein Spiel, wo du sagst, eigentlich gar nicht so schlecht Fußball gespielt, aber vorn wie hinten hat die entscheidende, ja, jetzt machen wir mal die Schublade auf, die entscheidende Konsequenz gefehlt und das hat sich dann insgesamt über 90 Minuten so hingezogen, dass wir den Sieg jetzt einfach der Wiener so akzeptieren müssen und der dann mit Sicherheit auch nicht unverdient ist und wir schleunigst dann diese Dinge dann im nächsten Spiel gegen Dresden wieder abstellen müssen. Das ist das, was mir jetzt so kurz nach dem Spiel einfällt. Und deswegen nochmal Glückwunsch an Wien und alles Gute für euch.